Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Amarama Crew. Ja, ab heute, ein bisschen verspätet kommt das Video, aber ich hatte trotzdem richtig Bock, das jetzt zu machen, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben. Es kommen ja neue Rätselbäume. Einmal Baikalsee und Maui. Ja, das Ganze startet heute, 14 Uhr, hoppla, das ist ein kleiner Fehler, und endet dann am 9.4., also am Sonntag um 22 Uhr. Ja, wie gewohnt gibt es einen neuen Tiki und einen neuen normalen Rätselbaum. Ja, wie wir hier sehen, gibt es hier ein 15er Bündel. Das Ganze kostet 110 Tulpgulden. Und hier sollte normalerweise, habe ich jetzt vergessen, das 30er Bündel sein für 210. Da wo dann der neue schon mit dabei ist. Hier auch für Tiki. Genau wie da. Und ja, normal, also wenn man sie normal kauft, einzeln kauft, dann kosten die dann, ja, 5 Tulpgulden. Ich würde sagen, schauen wir mal, was denn zum letzten Mal dabei ist beim Baikalsee. Ja, zum letzten Mal dabei ist der Blauregen. Der bringt nämlich alle 12 Stunden 96 IP, dann Speierling XL sowie XXL. Ja, dann beim Tiki-Rätselbaum ist zum letzten Mal dabei der Durian, der alle 12 Stunden 110 EP bringt. Und Mangostan XXL sowie XL. Ja, schreibt doch mal gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, das Design. Habe ich mir extra viel Mühe gegeben. Ja, dann schauen wir mal, was noch so weiterhin dabei sein wird. Beim Baikalsee Sanddorn XL sowie XXL, dann die Eistanne, Schwarzweide XL sowie XXL und die Seidenakazie, die ja erst seit letztem Mal dabei ist, sowie die Schwarzweide XL und XXL. Dann beim Tiki-Rätselbaum wird weiterhin dabei sein Wampi XL sowie XXL, dann der Cashew-Baum, auch in den zwei Varianten XL und XXL und die Akazie. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Was ist denn eigentlich neu dabei? Ja, neu dabei ist hier beim Baikalsee Sequoia. Sequoia, keine Ahnung, ob man das jetzt so ausspricht. Der bringt alle 12 Stunden 130 EP. Dann der Bergwacholder XL ist auch neu dabei. Den finde ich richtig geil. Also eher die XXL-Variante. Der bringt nämlich alle 18 Stunden 130 EP und die XXL-Variante bringt alle 12 Stunden 260 EP, also das Doppelte und dauert auch noch kürzer. Und ich finde den richtig, richtig geil, den XL, weil der auch noch so, ja, so breit ist. Den finde ich echt mega geil, so wie diesen Sequoia. Finde ich auch echt geil. Ja, beim Tiki-Rätselbaum sind natürlich auch noch drei neue Bäumchen dabei. Einmal Myrrebaum. Der bringt alle 16 Stunden 150 IP. Mal einen Baum mit einem normalen Namen, Myrre, kennt man ja. Schaut auf jeden Fall richtig schön aus, aber ich muss sagen, die ähnelt sehr dem Pinien sowie der Akazie von der Krone her. Und das finde ich ein bisschen schade, aber der schaut schon echt geil aus und mal was komplett anderes. Und ja, dann Akibi XXL ist neu dabei. Ich finde, Akibi ist generell ein richtig geiler Baum. Vom Design her. Der bringt alle 12 Stunden 222 IP und die XL-Variante bringt dann alle 18 Stunden 111 IP. Ja, sind auf jeden Fall schöne Bäume. Schöne neue Bäume dabei. Ich hätte schon gern diesen Bergwacholder. Vielleicht kaufe ich mir ja auf meinen Hauptaccount ein paar Setzlinge und dann öffnen wir die gemeinsam und dann laden wir das Ganze dann auch hoch. Ja, jetzt meine Frage an euch. Kauft ihr euch Setzlinge oder sagt ihr, nee, zu teuer oder nee, lohnt sie nicht, diese Bäume sind hässlich oder was auch immer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir auch, wie ihr denn die neuen Bäume vom Design her findet. Ob ihr sie euch kauft oder nicht, mich würde es trotzdem brennend interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt hier mit diesem kleinen Informationsvideo oder wie man auch immer das nennen kann. Wir haben jetzt nämlich in Zukunft vor, sowas öfters zu machen. Auch bei den Stallmeistern dann. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein.